haben sich auf ihn gestürzt wie Haie, die frisches Konzernblut riechen. Hätte böse ausgehen können wie... Tja, nicht alle Helden tragen Umhänge. Lass uns auf dich trinken, Held. Geht aufs Haus. Dazu sage ich nicht nein. Auf das Glück und den Wohlstand. Müde? Und ob. Ich schieb ne Doppelschicht. Ohne Pause. Überstunden, um das Gehalt aufzubessern? Nö. Will bloß nicht nach Hause. 10 Jahre waren wir verheiratet. 10 Jahre. Und plötzlich bin ich nicht mehr gut genug. Hat sich einfach nebenher einen ins Bett geholt. Aber hey, wo wir gerade übers Geld sprechen. Brauchst du Arbeit wie? Gut bezahlte Arbeit. Erzähl mir alles. Es geht um meine Frau, ja? Ihr Name ist Cynthia. Sie betrügt mich, ganz sicher. Aber die Frage ist, mit wem? Jetzt kann ich es entweder weiter in mich reinfressen oder eben jemanden wie dich anheuern, um das zu regeln. Ich werde sie beschatten, ihr auf Schritt und Tritt folgen. Weißt du, wo ich sie finden kann? Sie arbeitet in der Nähe. Ich gebe dir die Adresse. Macht bestimmt gerade eine Raucherpause. Sie raucht wie ein brennender Autoreifen. Wie die Hälfte dieser Stadt. Also, sie trägt heute eine pinke Jacke und eine blaue Handtasche, glaube ich. Farbenfroh. Sie putzt sich gerne raus. Da macht man ihr Geschenke. Zum Geburtstag, zum Jahrestag. Und was bekommt man dafür, hm? Sicher, dass sie fremd geht? Zum einen macht sie momentan ziemlich viele Überstunden. Aber ich weiß, dass das gelogen ist. Ich habe sie mal im Büro angerufen, aber sie war nicht da. Außerdem haben wir ein Kind zusammen. Aber es sieht überhaupt nicht aus wie ich. Andere Haare, andere Augen, einfach alles. Früher konnte man sowas testen lassen. Aber mit der Technik heutzutage kann man jeden Test umgehen. Warum willst du wissen, wer es ist? Was erhoffst du dir? Was ich mir erhoffe? Was für eine Frage ist das denn? Eine ganz einfache. Also. Ich will ihm in die Augen sehen und fragen, wie es ist, die Frau von einem anderen zu knallen und eine Ehe zu zerstören. Okay, gut. Ich mach's. Du bist ein Held, Vee. Das bedeutet mir eine Menge. Pepe war es gewohnt, den Klagen seiner Kunden zuzuhören. Doch diesmal war er es, der etwas loszuwerden hatte. Es war die gleiche Geschichte wie immer. Eine untreue Frau in einer Stadt der verlorenen Herzen. Fertig? Ich muss mich konzentrieren. Ich machte mich also auf den Weg, die Frau zu finden. Die Frau mit pinker Jacke und dem schmutzigen Geheimnis. Hör auf, Johnny.
kommt sie hierher. Del? Virus in meinem Kernschaden. Bitte. こんにちは。 Da war sie, die Frau in Pink, Herzensbrecherin, gehüllt in kaltblauen Zigarettenqualm. Ich folgte ihr. Die Leiden des jungen Vi. Bist du bald fertig? Ich hatte einen Riecher für schäbige Frauen. Doch auch ein Meisterschnüffler sollte Distanz wahren. Du bist so bescheuert.